Gut, dann gehen wir wieder zu Vince zurück. Oh! Da war wohl doch noch eine Mine. Wie konnte ich die nur übersehen? Ne, halt. Halt, stopp! Ja, hier ging's lang. I remember. Ja doch, hier waren... Oder? Ja doch, hier waren wir lang. Naja, ja, ja. Sah ein bisschen strange aus. Halt, nee, stopp. Nein, nein, nein. Hier bin ich. Ich bin von dieser Seite gekommen und ich muss hier links rum, okay. Oh, der Wein hat nachgelassen. Ah ja, die hören ja immer wieder schöne Musik, wa? Okay. Gut, dann sind wir jetzt wieder bei ihm und sagen ihm, dass das klar geht, der Deal. Komisch, dass man die Aufgabe nicht bekommt. Sind wir also wieder in den schrecklichen Schlupfwinkel der Vampire zurückgekehrt? Oh, die Brianna, ey. Da geht noch was, Leute. Mit der quatschen wir gleich wohl mal am besten. Die Familie begrüßt ihre... Es ist immer ein Vergnügen, sie in Meresti willkommen heißen zu können. Was führt sie denn heute hier herunter? Erifu hat ihr Angebot angenommen, Vance. Ausgezeichnet. Ich wusste, dass sie uns in gutem Glauben als Botschafter dienen würden. Ich werde unverzüglich Alan als ihren Wächter nach Erifu schicken, um meinen Teil der Abmachung einzuhalten. Ihre Bemühungen übertreffen die eines gewöhnlichen Menschen. In der Tat habe ich fast das Gefühl, dass sie zu uns gehören. Wenn sie jemals mehr über uns erfahren möchten... müssen sie einfach nur fragen. Okay. Ich habe einige Blutpakete mitgebracht. Ich kann Ihnen dafür nur meinen Dank anbieten. Meine Leute gewöhnen sich allmählich daran, diese Blutpakete als Ersatz für lebende Beute zu benutzen. Erlauben Sie mir, Ihnen als Entschädigung für Ihre Mühe etwas zu geben. Ja, was denn? Es ist immer ein Vergnügen, Sie... Was kann ich noch mit dem machen? Können Sie mich in die Kunst der Vampire einweisen? Wie laufen die Dinge zurzeit? I have to go now. Vampirismus ist eine Lebensaufgabe. Man erreicht ihn nicht durch Worte, sondern durch den eigenen Willen und aufrichtige Meditation. Leider kann ich Sie nicht vollständig zu einem von uns machen, aber ich kann Sie lehren, wie uns das Lebensblut anderer regenerative Kräfte verleiht. Da Ihr Körper nicht dafür ausgestattet ist, so wie wir Blut aufzunehmen, müssen Sie zu Ihrer Ernährung alternative Quellen finden. Trinken Sie kräftig von dem Blut und verschütten Sie keinen einzigen Tropfen. Fühlen Sie, wie sich die Wärme in Ihnen ausbreitet. Sie werden eins mit der Lebenskraft eines anderen, der einen Teil von sich selbst an Sie weitergibt. Für einen kurzen Moment werden beide Wesen eins. Lassen Sie beim Trinken des Bluts die Gefühle durch Ihren Körper strömen. Spüren Sie, wie sie es mächtiger und stärker macht. Oh. Sobald Sie diese Tat vollbracht haben, werden Sie wissen, was es bedeutet, ein Vampir zu sein. Alles klar. Vans Weisheiten haben Sie dazu befähigt, durch den Verzehr von Blutpaketen 20 Gesundheitspunkte wieder zu erlangen. Sauber, Leute, wir sind ein Blutfresser. Danke. Hau rein. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Pfade sich wieder kreuzen werden. Tobi Forplay, grüß dich, welcome back. Jetzt wollten wir nochmal 10 Blutpakete entfernt und 150 Kronkorken bekommen. Läuft bei uns. So, wo ist denn die Brianna? Ist das die hier? Sind wir also wieder in den schrecklichen Schlupfwinkel? Hallo, Schätzchen. Hallo. Hallo, Schätzchen. Oh, ja. Hallo, Schätzchen. Oh, ja.
liebe es, wenn du das sagst, Briella. Hi. Hallo, Schätzchen. Oh, die steht auf mich. So, wen haben wir denn da hinten noch? Sind hier noch ein paar Leute am Start? Hier ist ja gar nichts los. Könnte ich alles klauen. Haben aber eh nur Scheiße dabei. Schönes Tor. Ach, 20 Trefferpunkte sind doch nicht schlecht. Vorher haben die nur 2 gegeben. Und du kriegst keinen RAD. Wie viel Blut? Haben wir noch Blutpakete? Ich glaube nicht, ne? Haben wir dem alle gegeben, ja. Aber, wie sagt man immer, im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Eine Nuka-Cola macht auch nur 18, glaube ich, wa? 12 sogar nur. Besser als gar nichts. Eindringen, kein Tropfen vergießen, eins seinem Höhepunkt. Ja, Tobi hat verstanden, worauf der Mann hinaus wollte. Präsident von Amerika. Präsident Ihres Herzens. Hallo, wunderschönes Amerika. Hier spricht Präsident Eden. Und es ist an der Zeit zu reden. Wussten Sie das von uns? So, und jetzt hier gleich wieder einfach links, würde ich sagen. Hier ging's raus, ne? Ja. Moin, Impulsfeier. Nabind. Zu so später Stunde kommt immer mal wieder hier der ein oder andere Neuling hinzu. Freut mich, dass so viele Leute hier ab und an dann nochmal dazukommen. So, jetzt sind wir hier draußen und jetzt haben wir, glaube ich, wirklich die ganzen Quests abgeschlossen, oder? Lass uns mal eben bei den Aufgaben schauen. Big Town. In Big Town sollten wir die Leute befragen. Big Trouble in Big Town. Weil da auch Leute gefangen wurden wohl. Gehen wir da mal hin nach Big Town. Da rollt ein Fass. Warum rollt da ein Fass? Man weiß es nicht. Moin, oh, Peppy! Super. Ein Besucher? Wer würde dieses Loch besuchen wollen? Sie wollen uns doch sicher vergewaltigen und ausplündern, richtig? Na? Ja, wäre aber auch egal. Wir sind sowieso alle Snacks für die Supermutanten. Was wissen Sie über die Supermutanten? Das Einzige, was Sie wissen müssen, ist, dass wir alle dem Untergang geweiht sind. Früher oder später werden Sie uns alle kriegen. Wer sind Sie überhaupt? Ein Held, der gekommen ist, um unsere Freunde vor den Mutis zu retten? Ha, Sie sind doch nur hier, um Ärger zu machen. Freundchen, ich wäre ein bisschen vorsichtiger mit der Wortwahl, ja? Nein, ich werde Ihre Freundin nicht retten. Wenn Ihnen Ihre Freunde egal sind, werde ich Sie nicht retten. Moment mal, hab nie gesagt, dass Sie mir egal sind. Ich weiß nur, dass niemand so dumm ist, nach Germantown zu gehen. Wieso? Wollen Sie sie retten? Germantown? Ich bin Deutscher. Easy game. Ich kann die Freunde befreien, aber das kostet Sie was. Das hatte ich mir schon gedacht. Sie sind ein Söldner. Wir brauchen Sie nicht. Gehen Sie ruhig in den Tod. Aber sagen Sie nicht, Sie tun's für uns. Aha. Aha. Komische Leute. Wissen Sie, wohin die Supermutanten die Freunde verschleppt haben? Gut, wenn Sie sterben wollen, dann mal los. Sie sind in irgendeinem Polizeikommissariat in der Nähe von Germantown. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Okay. Ciao. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Hallöchen! Flash! Oh, Flash ist auch mit dabei, Leute! Hey! Kommen Sie ja nicht auf komische Ideen! Wir sehen vielleicht nicht so aus, aber jeder von uns ist ein ausgebildeter Killer. Ach, was soll's. Wir haben hier Probleme. Wenn Sie helfen wollen, super. Falls nicht,
Legen Sie bitte niemanden um, solange Sie hier sind. Ciao, Liana. Schön, dass du so lange mit dabei warst. Gute Nacht, schlaf gut. Ciao, ciao. Probleme? Was für Probleme? Tja, in dieser Richtung gibt's Supermutanten und in der anderen Richtung Sklavenhändler. Die Qual der Wahl. Sie fallen beide hier ein, schleppen alles raus, was sie tragen können und erschießen alle, die Widerstand leisten. Wir können nur hoffen, dass sie irgendwann gleichzeitig hier eintreffen und sich darüber streiten, wer uns umlegen darf. Gute Nacht, Maru. Schlaf gut. Cool, dass du so lange dabei warst. Viel Spaß beim Streamen morgen. Wer lebt hier? Es sind nicht mehr viele von uns übrig. Ich und Peppy. Red betreibt die Klinik, aber sie wurde von Mutanten kassiert. Kimber tut, was sie kann. Und dann gibt's noch Bittercup. Sie ist so nutzlos, wie ein Mensch nur sein kann. Time Bomb wurde beim letzten Angriff verletzt. Er ist also raus. Mehr gibt's da nicht. Die Mutanten und die Sklavenhändler haben alle anderen kassiert. Nur wir und ein paar Kanonen sind noch übrig. Na gut. Dann hauen wir rein. Sie werden das schon schaffen. Ja, wir werden sehen. Die Leute hier sind echt geil. Halten Sie nach Mutis Ausschau! Die Leute hier sind ja mal echt geil drauf, oder? Kein Wunder, dass sie alle abkratzen, wenn die alle so eine negative Einstellung haben, ey. Das Fass muss rollen! Was? Was hast du gesagt? Willkommen in Big Town. Nicht, dass viel von der Stadt übrig wäre. Diese Supermutanten entführen immer mehr Leute. Gute Nacht, David. Schlaf schön. Schön, dass du wieder dabei warst. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Wissen Sie, wohin die Supermutanten die Freunde verschleppt haben? Ach, sie haben sie irgendwohin nach Nordosten gebracht. Nach Pringles. Zu einem Polizeikommissariat oder so. Danke, dass Sie unsere Freunde retten wollen. Warum greifen die Mutanten ständig die Stadt an? Immer wenn diese Dinger kommen, schnappen sie sich ein paar Leute, anstatt sie zu töten. Niemand weiß und will wissen, was dann passiert. Es gibt immer so viel Blut, wenn sie wieder weg sind. Und dann muss jemand die Leichen beseitigen. Okay. Ich bin es so leid, ständig Angst zu haben. Ah, hier ist Reds Klinik. Oh, okay, sorry, Pringles. Oh, Time Bomb. Er ist sehr schwer verwundet. Dies wird keine einfache Operation. Sind Sie sicher, dass Sie es versuchen möchten? Scheiße! Soll ich es probieren? Wir probieren es, oder? Nach ein paar misslungenen Versuchen ist es gelungen, Timebombs Wunden zu nähen. Er sollte durchkommen. Oh, wir haben wen gerettet. Sie haben mir das Leben gerettet. Ja, Mann. Danke. Verdammt. Was ist passiert? 7 Schusswunden und 2 Schlüsselbeinbrüche. Ist aber alles gut verheilt. Wow, das ist... Sie haben mir das Leben gerettet. Danke. Sie sind ein guter Mensch. Wissen Sie das? Das war nicht gratis. Arztgebühren sind hoch. Verstanden? Natürlich. Ich verstehe. Hier. Mehr habe ich nicht. 5 Kronkorken! Dafür habe ich meine Seele verkauft. Oh, ist das geil, ey. Oh, Mann, ey. Ciao. Vorsicht da draußen. Oh, Mann, war das geil. Sonst ist hier niemand? Nee, sonst ist hier niemand mehr. Die Bombe tickt wieder. Das ist ja die Müllhalde von Big Town oder was? Der Sentry-Bot ist kaputt. Oh nein. Sentry-Bot, steh wieder auf! Sentry-Bot! Du bist zu schwer. Ich kann ihn nicht hochheben. Ciao. Okay, irgendwie ist Big Town nicht so pornös. Big Town ist gar nicht so big, wie man denkt, ne? Irgendwie nichts los hier. Komm, wir machen noch einen Prop-Kill. Oh nein, es ist zu schwer. So.
Schluss mit dem Quatsch. Und. Ha! Oh! Oh! Nimm mal lieber die Waffe wieder weg. Schau, ich hätte jetzt aus Versehen abgeknallt. Na gut, komm, wir verlassen die Stadt hier wieder. Big Town, ey. Kacktown wäre ein besserer Name für diese Stadt. So, dann lass uns doch mal gucken. Auf der Weltkarte, wo ist denn Germantown? Da hinten. Wir könnten zum Friedhof und dann in die Richtung gehen. Was ist hier denn noch? Ach, Minefield war da hinten. Okay, komm, wir gehen mal hier hin. Schauen wir mal, was da hinten so abgeht in Germantown. Die Spielchen sind zu Ende. Ach du heiliger Kotnascher! Spawnen die direkt neben mir. Was für ein Planeten leben wir denn hier? Oh, da hat er sein Auge verloren, der Boy. Zum Glück schießt der Typ genauso gut wie Goro bei TTT, ey. Bam! Headshot! Da oben ist einer mit einer Minigun. Na, nix gut. Nix gut! Ah, hallo! Sag doch was! Oh nein, warum denn jetzt? Mach doch schneller nach! Scheiß Supermutanten, Dreckspack, Ameisenfleisch. Okay, jetzt bin ich sauer. Jetzt will ich sie alle bluten sehen. Scheiße. Wer ruft hier Hilfe? Das ist ein Herr der Supermutanten. Okay. Hier sind Gefangene. Ich befreie dich! Okay, shit, ich kann während des Kampfes den nicht befreien. Ich befreie dich, das ist jetzt meine Aufgabe. Okay, 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 Leute! Ah! Na, komm doch rein. Scheiße, der Herr der Supermutanten. Der wird... Ah, der wird mies, der wird mies. Oh. Oh, fuck you fucking fuck. Yo, Holly, grüß dich. Jetzt bin ich schon wieder hier. Okay, pass auf, wir machen es jetzt taktisch ein bisschen besser. Wir gehen zu Fuß. Da lang, ne? Ja. Wir gehen zu Fuß, Leute. Dann komme ich nicht so mitten in die Horde rein. Das war echt unser Todesurteil. Da kamen die von allen Seiten. I'm a fat man. Ja, vielleicht Fat Man. Gegen den Herr der Supermutanten. Wollt ihr einen Fat Man sehen, Leute? Ihr wollt echt einen Fat Man sehen? Leg eine Schnelltaste für Stimpaks. Stimmt. Könnte man auch mal wieder machen. Endlich stirbt Grants mal wieder. Oh, ein Bär. Ein Bär! Der haut so gut Schaden rein. In der Luft machen wir den jetzt fertig. Wow, guck mal, wie er über uns rüber gefällt. Oh Gott. Ich muss das Fleisch von dem einsammeln. Die haben immer voll das gute Fleisch. Ist Schnelltaste für Stimpaks nicht immer 9? Nee, okay, ich dachte. Aber ist eine gute Idee. Aber erstmal fressen wir Kakerlakenfleisch und so ein Shit. Hier, Nuka-Cola wird da ausgesoffen. Wie die ganze Kacke hier mal wegkommt. Okay. Läuft. Wenn Jaos tief fliegen wird, es regnen, sagt man.